Und der nächste Brocken. Ja, das scheint ja doch ganz gut zu funktionieren hier. Am Kuori vom Land aus mit dem Wobbler. Na, warum denn auch nicht? Am Kuori vom Land aus mit dem Wobbler auf Seeforelle im Moment. Hauptsächlich Sefo, Sefo, Sefo. Ich stehe jetzt hier schon ein bisschen länger, teste hier jetzt gerade auch ganz, ganz wild verschiedenste Köder auch schon und bin jetzt gerade dabei, auch nochmal eine Serie zu testen, die eigentlich immer wieder ganz gut funktioniert. Verschiedenste Wobbler, wie gesagt. Verschiedenste Wobbler erstmal wieder und jetzt gerade sinkende Wobbler. Also eigentlich Wobbler, die ein bisschen schwieriger in der Führung sind. Da gehen wir gleich im Detail nochmal drauf an, wie führt man so einen Wobbler? Wie macht man diese Bewegung, dass man hier auch schön die ganze Zeit im Twitchen drin ist? Denn das ist wichtig, damit wir da eben nochmal eine extra Lockwirkung haben. Ja, von der Position her, ich bin mitten im Kuori oder genau in der Mitte sozusagen. Rechts von mir ist der Campingplatz. Wir gucken uns das gleich im Detail nochmal an. Auch das Setup natürlich. Ich ziehe nochmal ein, zwei Bahnen hier mal gerade durch. Denn jetzt gerade habe ich nochmal einen anderen Köder dran gemacht und auch der hat direkt zweimal eine Sefo geliefert. Größentechnisch bin ich schon ganz zufrieden. Gerade war in der Nacht Flaute, da ging so gut wie gar nichts. Und jetzt darf da gerne noch mal ein bisschen was raus. Und ich teste natürlich gerade erstmal, wohin wirft man denn hier am besten? Und ich hatte jetzt gerade einmal die Insel angepeilt und jetzt peile ich hier gerade mal den Turm an. Also grob in die Richtung hier von dem Turm. Das heißt, wir haben dann hier, ja, so diese Area. Vielleicht sind hier mal so ein paar Tiefen und Untiefen. Also grob in diese Richtung. Und dann ziehen wir schön. Oder wir können das auch so machen, kurz drehen und dann rechte Maustaste, zack, immer wieder rein. Und dann kommen wir hier ins Twitchen. Zack und zack und zack. Wir wollen halt, dass der Köder immer wieder schön nach unten geschossen wird. Und das funktioniert natürlich leichter, zack, wenn wir eine gewisse Serie an Ködern verwenden. Ich baue nochmal eben um. Und zwar die F-Serie. Alles, was F im Namen hat, also nicht ganz, aber überall, wo hier schön ein F dran ist bei den Wobblern, das sind die Floating, die schwimmenden Wobbler. Und auch hier unten, da kommen wir dann so langsam dahin. Da haben wir hier die F7 und die etwas größeren und dann werden sie noch größer und so weiter und so weiter. Also diese F-Serie, die wollen wir hier haben. Und zum Beispiel auch diesen hier. Also nehmen wir den einfach mal. Den Blast Funky Minnow F1102. Ihr seht, da ist schon ordentlich Verschleiß drauf, denn der funktioniert immer mal wieder ganz gut. Kleiner Nachteil hier am Kuori, allerdings nur gerade für mein Setup, weil das ein bisschen zu groß ist wieder. Normal, hoppala, könnte man hier kleiner reingehen. Die sind ein bisschen leichter. Die schwimmenden sind natürlich ein bisschen leichter als die sinkenden. Und dementsprechend müssen wir da vielleicht mit einem etwas feineren Setup reingehen. Gucke ich auch gleich nochmal. Ich zeige einmal noch ein kleines Setup, was hervorragend ist für den Start am Kuori. Also ein Setup, was man sich, ja, ich sag mal so ab 20 plus schon ganz gut kaufen kann. Und damit ist man dann spinning sicher bis zur Yama und kann da richtig gut mit rausziehen. Jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen weiter durchziehen und nochmal gucken, ob denn auch hier die sinkenden funktionieren. Das Schöne ist hier, am Kuori kann man das richtig üben, weil man sieht, wie ist denn der Verlauf von den Fischen, von den Ködern, wie reagieren die Köder, wenn man dran zieht. Also wir machen das mal eben so und dann ziehen wir dran. Zack, ihr seht, zack, und er geht wieder runter und er geht wieder rauf und zack, wir ziehen und er taucht wieder auf. Und diese Bewegung, zack, zack, und schon haben wir das Twitchen hier unten wieder stehen. Diese Bewegung, die wollen wir haben. Das funktioniert übrigens nur, wenn man zwischendurch auch einkurbelt. Also die ganze Zeit nur rechte Maustaste und immer wieder ziehen, das funktioniert nicht. Also man muss immer ein bisschen kurbeln und dann ziehen und kurbeln und dann ziehen und kurbeln und dann ziehen. Dann kommt man da wieder rein. Also immer ein bisschen werfen
ziehen und gleichzeitig kurbeln. Oder eben Tempo 50, maximale Geschwindigkeit, vielleicht sogar noch plus Shift. Und dann, statt zu ziehen mit der rechten Maustaste, macht man einfach eine kurze Drehung. Zack. Und schon ist das Twitchen. Und zack. Und schon ist das Twitchen da. Und zack, geht er wieder runter und er taucht wieder auf. Also diese Bewegung wollen wir haben. Abtauchen lassen, durch das Kurbeln, aufsinken oder auftreiben lassen, wenn man nichts macht. Und das muss man halt in einem schönen Rhythmus machen. Zapp und zapp und zapp. Vielleicht ein bisschen Musik anmachen mit einem guten Rhythmus. Und bam, bam, bam. Und dann läuft das auch. Also schnell wieder raus hier mit dem Köder. Immer wieder runter, auftreiben lassen. Runter. Man kann auch ein bisschen auf die Schnur achten. Zack, dann geht die runter, dann geht sie wieder rauf. Gerade da oben im dunklen Bereich, da sieht man das vielleicht so ein bisschen noch, dass man immer so ein bisschen den gleichen Rhythmus hat und dann die Köder runterzieht. Also, wenn ihr Probleme habt mit dem Twitchen, so geht es auf jeden Fall leichter und mit den Floating, mit diesen F-Ködern, mit den schwimmenden, nochmal leichter. Mit den S-Ködern, die mache ich gleich auch nochmal drauf, die fliegen nämlich nochmal ein bisschen weiter raus, die bleiben dann unten. Aber eben auch damit kommt man gut weit raus. Jetzt gucke ich gerade mal, von der Serie habe ich tatsächlich nicht mal alle. Also, weil ich die so wenig verwende. Aber der hier zum Beispiel, den habe ich sogar dreimal, der läuft auch ganz gut. Auch das hier eine klassische Farbe, diese grünlich-gelbliche, so ein Goldgrün. Also auch das funktioniert ganz gut. Hier jetzt ein bisschen übertrieben mit 3-0er Haken. Aber übertreiben ist immer gut und man sieht, der fliegt richtig schön weit raus. Und auch hier jetzt wieder Tempo 50 und Shift. Bisschen warten, aber auch da sind wir schon wieder im Twitchen drin. Auch immer so leicht in den Winkel vielleicht hinstellen, denn wenn dann ein Fisch draufballert, dass man dann eben auch so eine Puffer so ein bisschen hat durch die Route sozusagen, dass dann da die Kraft ein bisschen abgefedert wird. So, jetzt nochmal schön locker durchziehen. Und gucken, was hier weiter geht. Denn auf diese Köder ist jetzt wohl auch Regenbogen, also die Regenbogenforelle reingegangen. Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären. Einfach heftiger Zufall. Gerade vielleicht passendes Wetter, passende Bedingungen. Klimatisch vielleicht auch einfach gerade richtig. Denn zuletzt wird die häufig auf den Joint Plug gefangen. Einen der selbst gebastelten Köder. Und ja, auf diese hier, na klar, auch durchaus möglich. Ne? Man sieht es ja, irgendwie gehen die halt mal rein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wohl doch recht gering. So, da haben wir nochmal eine schöne Seeforelle. Auch gut. Also Seeforellen gehen hier relativ gut, relativ easy. Seeforellen fängt man aber an für sich auch auf ganz, ganz verschiedene Methoden. Selbst mit dem Topwater gehen die immer wieder rein. Seeforelle ist hier quasi ja sowas wie der Barsch vielleicht an anderen Gewässern, wobei der Barsch ballert ja hier auch rein. Vom Setup gucken wir uns das Ganze mal eben kurz an hier. Das ist das übertriebene Setup, wobei von der Vorfachstärke ist es vielleicht gar nicht so übertrieben. 19 Kilo ist nicht so schlecht, denn wir haben hier immer noch die Chance, dass hier der Hecht reingeht. Hechte, gerade auf Köder, die absinken und wieder auftreiben, das triggert den Hecht richtig gut. Deswegen ein bisschen hechtsicherer reingehen. Also so ein Spagat zwischen einigermaßen hechtsicher und doch noch dünn genug, damit wir nicht zu viel Scheuchwirkung haben. Denn wie wir ja hier sehen, haben wir extrem klares Wasser. Und dementsprechend müssen wir eben gucken, wie wir da im Idealfall reingehen. Meine Empfehlung eigentlich da immer 19 Kilo. Hechte können locker ihr Eigengewicht mal 2 durchbeißen bei Fluorocarbon. Also Fluorocarbon-Vorfach 19 Kilo. Die Hälfte davon sind also 9,5 Kilo. Und ein Hecht mit 9,5 Kilo ist schon extrem selten. Also die Chance, dass so einer reingeht, ist schon extrem selten. Nichtsdestotrotz ist es durchaus auch möglich, dass ein Hecht, der kleiner ist als diese 9 Kilo, dein Fluorocarbon-Vorfach durchbeißt. Fluorocarbon ist einfach niemals hundertprozentig sicher. Muss einfach gesagt sein, passiert immer wieder, kann immer wieder passieren. Wenn du dir denkst, du bist ein Fuchs und machst anstatt Fluorocarbon einen Monovorfach dran,
dann bist du vielleicht doch kein Fuchs, denn damit funktioniert es auf gar keinen Fall. Also weder die Nylonschnur, noch die Monoschnur, noch die geflochtene Schnur, auch die absolut nicht sicher. Es kommt nicht auf die Tragfähigkeit an, es kommt auf die Materialeigenschaften an. Und da ist, wie gesagt, Fluorocarbon sehr schön dick und kann eben nicht so easy durchgebissen werden. Deswegen Fluorocarbon und natürlich zusätzlich, weil es genauso oder ähnlich transparent ist im Wasser wie das Wasser selbst, ähnlichen Lichtbrechungsfaktor und dementsprechend ist das halt ein richtig schön getarntes Vorfach. Super wichtig eben bei diesem klaren Gewässer. Ja, und so sieht das Setup aus, wenn du dir das kaufst mit Level 20 Plus. Das kann man sehr, sehr, sehr gut verwenden, weil das hervorragende Tragfähigkeiten, Wurfeigenschaften hat und ja, einfach vom Preis her auch sensationell ist. Es empfiehlt sich eh immer noch, so eine Rolle wie zum Beispiel die HSV zu verwenden. Wahnsinnig viel Schnurkapazität, eine sehr gute Bremskraft dafür und eben auch absolut passend bis ins Endgame. Damit kann man halt wahnsinnig viel machen, ob Grundangeln oder Spinning oder Posenangeln, für alles super geeignet. Wir haben jetzt hier natürlich nochmal eine Monoschnur drauf. Warum Mono? Beim Spinning nimmt man ja eigentlich eher geflochtene Schnur, damit man eine direktere Übertragung hat. Hier jetzt an dem Gewässer Mono, weil hier auch schon mal ziemlich dicke Brocken reingehen können und man durch einen heftigen Drill den Fisch müder macht mit Mono oder schneller müde macht. Denn wir haben in einem heftigen Drill einfach nochmal viele Kopfschläge drin und das federt eben hier richtig schön die Monoschnur ab. Sie hat einen schönen Gummieffekt, die ist schön weich dabei. Das heißt, man hat oder der Fisch verausgabt sich in diesem Gummiband, rennt immer dagegen wieder an und hat es deutlich schwieriger. Und wie gesagt, die ganzen Schläge gehen auch weniger hart hier rein. Riesenvorteil jetzt hier, wir haben 300 Meter Schnur und das Schöne ist, weil die HSV so eine große Schnurkapazität hat, packt die auch die kompletten 300 Meter, wird sogar 400 Meter Schnur packen. Sensationell. Auch hier ist natürlich wieder Fluorocarbon, 60 cm lang, 20 cm, ja, könnte auch gehen, wenn man sich das nur kauft. Und dann hier 19 Kilo wieder und dann passt das. Hier jetzt gerade der F, den ich gerade mit dem fetten Setup nur schwer rausgeworfen bekommen habe. Oder nicht ganz so ideal. Hier jetzt gerade, der ist 11 Gramm schwer. Wir haben ein Wurfgewicht von 7 bis 30 Gramm. Das macht dieses Setup auch sehr, sehr gut geeignet fürs Angeln an der Yama. Und das benutzen wir jetzt. Und dann raus damit. Jawohl. Und es kommt oder es fliegt ein ganzes Stückchen weiter. Auch hier jetzt wieder Tempo 50. Die Bremse erstmal ein bisschen locker machen. Denn da müssen wir gleich mal gucken, wie das so geht. Und sofort sind wir hier auch wieder im Twitchen drin. Und können jetzt hier den Köder locker durchziehen und gucken, dass wir eben hier auf dem Setup noch was bekommen. Wenn du risikofreudiger bist und dir denkst, ach komm Alter, vielleicht beißt mir mal einen Hecht die Schnur durch, aber dann hole ich mir einfach noch einen Köder neu und bastel mir das neu, dann ruhig gerne kleiner und feiner reingehen. Also je feiner wir hier reingehen, umso besser ist es, aber wir kommen natürlich dann auch irgendwann in ganz, ganz, ganz heftige Drills rein. Eine Möglichkeit wäre hier zum Beispiel sowas wie 12,7 Fluorocarbon. Auch das nehmen wir hier gerade nochmal. Die Bremse ist immer noch locker eingestellt und direkt nochmal auswerfen. Also nochmal feiner reingegangen, nochmal dünner. Auch das ist halt, wie gesagt, wichtig. Transparenz, also Materialart und Materialdicke vom Vorfach, das ist immer entscheidend. Und dann locker durchziehen hier auf die Wobbler, immer wieder runterziehen, immer wieder schön twitchen und dann mal gucken, ob hier noch ein Brocken reinballert. Ja, das ist ja ein Ding, das ist mir noch nie passiert, Alter. Verhakt am Untergrund. Verrückt. Ja, da war jetzt natürlich nichts mehr zu machen. Katastrophe. Ich habe einfach nochmal neu gestartet. Direkt hier am Spawn gehen wir einfach mal hier vorne hin, auch hier kann man natürlich genauso wobblern. Also auswerfen und dann hier schön locker durchziehen, locker twitchen und gucken, was geht. Ich hatte jetzt hier gerade tatsächlich nochmal den Joint als Köder drauf. Vielleicht sind ja auch hier noch ein paar Regenbogenforellen oder überhaupt mal welche, die Bock haben, hier in der Area
auf die Köder zu gehen. Ja, also auch hier vorne funktioniert es natürlich ganz gut und genauso kann man eben auch hier vorne auf Saiblinge zum Beispiel gehen mit gleichem Setup. Also mit dieser Route, mit der Rolle, mit der Schnur und dann geht man hier auf Jig und wirft quasi hier in diese Kanäle rein. Also hier durchjiggen oder hier durchjiggen, hier ein bisschen aufpassen bei den Löchern, da kommt man immer aus dem Jig heraus, aber hier überall kann man gut reingehen oder auch von hier, von der anderen Landzunge aus in diesen Kanal rein, da einfach auf Saiblinge jiggen. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter, habe hier gerade schon einiges wieder getestet, verschiedene Köder. Im Moment muss ich sagen, jetzt wo ein bisschen Sonne ist, läuft der hier auch nochmal ganz gut, also auch hier dieser ganz kunterbunte. Funktioniert ganz gut. Also von der Serie, die Funky Minnow F11 lohnt sich halt immer wieder. Hoppala, auch tatsächlich fürs Hechtangeln an der alten Festung. Auch dafür kann man die immer mal wieder verwenden. Also absolut kein Fehlkauf. Vernünftigen Haken drauf machen und dann gib ihm. Und genauso eben auch hier mit diesem Setup, auch das gesamte Setup. Das ist das Setup, was ich schon mehrfach vorgestellt habe im Video Hechtangeln Start an der alten Festung oder im Video Yamaset Start oder im Was kaufen Video. Also ein absolut empfehlenswertes Setup, weil man eben damit so ewig viel und lange angeln kann, das richtig schön verwenden kann. Und wie gesagt, das eben auch im Endgame immer noch verwenden kann, weil es einfach ein sehr, sehr gutes Wurfgewicht ist. Und das Beste ist, es ist nicht so teuer. Und auch von der Reparatur dann, wenn der Verschleiß irgendwann mal da drauf ist, kann man es auch relativ günstig alles reparieren. Also nur Vorteile mit diesem Setup. Und dann kauft man sich irgendwann richtig gutes Setup mit Pluswerten drauf. Und dann kostet das aber auch ein bisschen mehr Cash. So, ich mache jetzt hier weiter, ziehe noch ein bisschen weiter durch. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.